Den erste Chefe von der Stadt Ettelbrück als Beimer, der Bob Steiche. Bob, schöne guten Morgen. Guten Morgen, Kabel. Für den ersten Mal immer über Sanchez schwätzen. Dein T-Shirt sieht Keeper und Töffling. Das ist was meine Mutter hat, oder? Nein, das ist ein T-Shirt von einem Verein, von Werken, Töff Werken. Ja. Also ein Verein, der sich für Leute, die sich mit aller Landtechnik beschäftigt, schon habe ich natürlich einen Oldtimer-Traktor. Wir sind noch rein mit den Werken Schäkeln zusammen im Stand. Und dann haben wir so ein T-Shirt. Die Vereine sind engagiert, Gemenge sind engagiert. Das ist eine riesen Organisation. Wir sind immer nur dafür gekommen, als 400 Feuer gekommen. Beschreib mal ein bisschen, was du alles auflief. Was Leute gut nicht gesehen. Die Leute kommen nach hinten, erleben ein super Event. Mir gehört ganz viel Herzblut dazu, ganz viel Engagement. Und ich meine, dass die meisten Leute nicht auf Dauer gucken. Ne? Ja, also das ist richtig. Da sind wir so den. Sondern so, wir sind immer fertig, da sind wir froh. Und so wie das Jahr, wie Tirol wirklich alles gesagt hat, ich kriege mir wirklich super vor. Und dann meint es geht natürlich toll, aber schon am ersten Mal weit, dann möchte ich Gedanken, was war gut, was war vielleicht mal noch gut, was muss man ändern. Und da geht die Organisation schon um. Und das geht natürlich dann über das ganze Jahr bis die nächste Edition, wo hauptsächlich dann als Organisationsteam ganz viele Reunionen hört, da guckt man die Ausstellung, alles, das so auf jeden Fall ganz viel erwischt. Und dann natürlich, was auch ganz viel von uns Leuten von der Gemeinde verlangen, dass das natürlich so den Mond verdrückt, wenn es um Sido geht. Dann Klotüren aufrichten, Zelt aufrichten, wenn alles da könnt. Wie Strom, Wasser, Kanal, was überall muss gezogen für die einzelnen Vereine oder ein paar Aussteller, die es brauchen. Und dann natürlich auch der Weekend selber, das soll proper sein. Zu viel Leute, natürlich fällt auch viel Lund, fällt viel Knast und so weiter, muss permanent geputzt gehen. Obis, von der Sit Eidlers, dann sind die Gemengen Nervischer, die nach unten rumfahren, die alles waschwillig gehen, botzen gehen. Also, das ist einfach immens viel Hand runter. Das ist natürlich auch immer ein Privü. Kennen wir viel, dass dann ein Kästchen kein Strom ist, das ist auch ein Problem. Also, es sind immer alles Leute von der Gemengen, die dann auch irgendwo immer disponibel sind. Und ich muss auch wirklich sagen, die das ganz doch richtig mit Herzblut machen. Weil das gibt das nicht so funktionieren. Und das ist auch schön, wenn das von den Aussteller dann gesucht kriegt, dass sie zufrieden sind. Für Gemenge noch Gemenge näher, bis daher an Rüsten. Ich meine, das ist ein bisschen das, was vorher immer so ein bisschen auszeichnet, dass die Leute einfach alles auf aber gerne machen. 3D-Schlanger Sattelbrick sozusagen, die Hauptstadt von Lützburg, der Nürbelloch von der Welt, weil das Ganze auch digital an Größweitfeld rausgeht. Libramont ist noch bei, und aber kann ihn sich ruhig schmossen und so ein Mega-Event, weil so sind wir mit Libramont ja werden nun schlechthin für eine Frage. Ich kann ich meinen, du, Sattelbrick, aber ja, Punkt abgeholt, ne? Ja, ich meine, wenn ich die Evolution aber von der Fahrer Kohlheim gucke, die war die letzten 10, 15 Jahre, ich meine, da merkt ihr ganz klar, dass da eine ganz positive Entwicklung ist. Dass die Fahrer immer mehr breit aufgestellt, was die Exposition angeht, was die Rencontre angeht, vom Konsumenten, vom Produzenten. Die Landwirtschaft weiß das auch von ihrer ganzen Vielfältigkeit. Das nicht, dass der ganze Sektor, der wirklich repräsentiert ist. Und die Leute kriegen eben auch, der weiß natürlich auch gewissen, was Landwirtschaft alles ist. Und ich meine, das ist etwas, ein bisschen ausmischt. Und das, wie man immer so, mittlerweile, das ist zum Teil auch ein Konsumenten vor. Und das bewirkt natürlich auch, dass einfach die Leute hineinkommen, interessiert. Und wir sind natürlich auch froh, wenn wir viele Leute hineinkriegen, aber wir auch können mit anderen fahren, zum Teil dann da muss. Und ich meine, das ist wichtig für den Sektor, das ist wichtig, dann auch schön für uns als Stadt, dass wir so viele Leute hineinkriegen. Und ich meine, das ist eine positive Reklame für sie darin. An der Wirtschaft, zu der die Landwirtschaft ja gehört, hat auch viel über Return on Invest geschwärt. Ich will auch nicht an den Bücher gucken, dass ein Event wird, ein dick sechsstellig zum generiert an der Freien. Mehr da den Exerzis für zu gucken, geht es erst vor, was ist kostengerecht? Also, ob geht es nicht. Das ist ganz klar. Ich meine, trotz vielen Anträgen geht das aber an auch Resetten, die eben auch vorher generiert, muss ich sonst nicht nur in die Pension. Aber es geht aber nicht ab, das ist ganz klar, dass die Gemeinde ein größten Teil selber aber finanziert von der ganzen Erfahrung. Haben wir natürlich auch ein schönes Subsid vom Landwirtschaftsministerium, aber ein Partner von der Erfahrung. Ohne das wäre es natürlich schwer, für das Ganze so zu organisieren. Und merkt ihr auch, von einer könnte ich meinen Sinn auch mal kurz zu tun, aber auch ein Prävu. Und meistens ist auch immer alles mal nicht länger Depots verbunden. Ich meine, wenn ihr will, dass die Wand wirklich sich nachhaltig positioniert, dann geht das doch nicht anders. Und ich meine, das ist ja auch für all die Akteure wichtig, dass man das nötige Geld an die Hand hält, für den ganzen Sektor so durchzustellen. Mhm. Und ich kann schon ein bisschen vorgreifen. Normalerweise gibt man den Exerzis nur den Abend machen, mehr für Agricola als ob die nächsten Jahre gesichert.
Ja, 100%. Also, wir hoffen, dass nicht ein Kehr irgendetwas von mir keinen Aufschluss darauf hat, dass ich richtig Stressung möchte. Aber natürlich als Fahrer Kolli wird die nächsten Jahre gesichert. Und, ich merke noch, dass wir noch schon die letzte Tage am Organisationsteam schon viel darüber geschwärzt haben, noch viel das nächste Jahr also weiter. Und ich merke, als Ziel muss es ja sein, als der Fahrer, die wir haben, zu lehren und probieren, auch immer besser zu machen, auch noch immer, dass es interessant bleibt für die Leute. Und ich meine, da sind wir beim guten Weg und natürlich für mich wird die nächsten Jahre mit der Freiheit weiter. Für aufzuschließen, haben Sie da mit dem T-Shirt Keeper und Töffling mit der Stunde steht und 20 bis 12, der Tisch, Leute sollen raus bei den Vereinen kommen, ne? Die Leute sollen bei den Vereinen gehen, weil wir sind als Gemeinde ganz stolz darauf, dass das Verein oder überhaupt die ganze Catering von Vereinen organisiert geht. Es sind aber viele Leute, die hier passieren, aber wenn sie bei den einzelnen Ständen gucken geht, die sind wirklich, wirklich gut aufgestellt. Professionell eigentlich aufgestellt und sind aber nicht mehr Vereine, die das alles wohl, die Leute, die das wohl machen. Und da sind wir ganz stolz drauf. Und natürlich sollen die Leute noch bei den einzelnen Vereinen gehen. Und es gibt ja auch viel Verschiedenes angeboten überall. Und ich meine, dass das schon lange das auch ein Grund wert für Battlebreak zu kommen. Merci, Bob Steiche, für den Besuch bei uns am RWE TV.